Und wieder geht es ins Studio. Diesmal trainieren wir den Trizeps zusammen. Naja, also nicht wir, sondern mein vergangenes Ich. Also, viel Spaß dabei. Jetzt kommen wir zum Trizeps-Training. Da fange ich an, mich aufzuwärmen für die French Press. Für mich die beste Übung für den Trizeps. Und ich mache die mit den Kurzhanteln, damit ich mit den Ellbogen richtig schön weit zusammenbleiben kann. Und damit das ein bisschen weiter auf den äußeren Teil des Trizeps geht, weil genau da ist meine Schwäche. Und das gesamte Trizepsprogramm wird deshalb auch genau darauf geeicht, auf meine Schwäche. Ich werde alle Übungen so machen, dass sie vor allem auf den äußeren gehen. Das ist natürlich das individuelle Anpassen, das für jeden möglich ist. Bei mir wirkt sich das eben so aus. Aufwärmen, 12 Kilo pro Seite. Sehen, damit ich mir nicht Birne zermatsche, die brauche ich ja noch, bin ich immer so ein bisschen weiter in den Bereich der Supination gegangen, um das einmal einfach nur an meinen Schädel vorbeizuführen und oben gehe ich wieder im Hammergriff zusammen. Ja, davon mache ich jetzt 2-3 Aufwärmsätze, immer so 20 Wiederholungen, dass auch schon richtig viel Blut reinkommt und dann geht's los. So, jetzt kommen wir zum ersten richtigen Satz. Vor allem, wenn es dann an die Gewichte geht, gut konzentrieren, Ellbogen zusammenlassen. Ich mache es im 90-Grad-Winkel und tue die Arme nicht weiter nach hinten, wie gesagt, weil ich auf den äußeren Trizeps möchte. Soll man nicht nachmachen, ne? Nicht die Gewichte wegschmeißen, dann kriegt man nämlich Ärger vom Studioleiter. So, ich habe immer nur 90 Sekunden Pause dazwischen gelassen. Jetzt kommen wir schon zum letzten Satz der ersten Übung, French Press. Das heißt, das ist mein dritter Satz. Ich versuche jetzt nochmal ein paar zu reißen und mache dann auch ein paar Intensivwiederholungen, und zwar Negativwiederholungen rein. Wie das aussieht, werdet ihr sehen. Dazu gibt es auch noch ein gesondertes Video, das findet ihr auf dem Kanal. Zweite Übung, ebenfalls eine meiner Lieblingsübungen und definitiv meine Lieblingsübung unter den ganzen Kabel-Trizeps-Drücken-Varianten. Das Seildrücken. Auch hier wieder ein Hammergriff, auch hier wieder Ellbogen zusammenlassen und auch hier wieder schöne Betonung auf den äußeren Trizepskopf. Die Oberarme sind diesmal an der Seite des Körpers und das ist die Variation darin.
muss brennen. Dann macht ihr die Übung richtig. Vor allem, umso weiter ihr die Arme wirklich am Körper haltet, desto eher drückt der Latissimus gegen eure Oberarme und speziell gegen den langen Trizepskopf. Und dadurch kommt schon ein stärkeres Brennen zustande. Vor allem, weil sich das Blut da einfach dann staut. Davon kommt jetzt noch ein einziger Satz. Das war jetzt schon mein zweiter. Und dann geht es an die letzte Übung für heute, die ich normalerweise in der Mitte mache. Diesmal zum Schluss. Und das sind die Dips. So, nochmal richtig anstrengend zum Schluss. Da arbeitet vor allem ein großer Teil des Körpers mit. Eine der seltenen Übungen für die Arme, wenn nicht sogar mit einer der einzigen und die oder die einzige, wo wirklich noch ein großer Teil des Körpers daran beteiligt ist. In diesem Fall die Brust und auch die Schultermuskulatur, vor allem die vordere Schultermuskulatur. Wenn man es richtig macht, Kopf hoch, Beine runter und möglichst an den Seiten des Körpers bleibt, geht es auch auf den Trizeps mehr. Wenn man sich vorlehnt und die Beine zurücknimmt, geht es ein bisschen mehr auf die Brust. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen es vor allem auf den Trizeps bringen. Ich mache die Übung jetzt als dritte Übung. Normalerweise präferiere ich das als zweite Übung, weil ich vor kurzem erst die Brust trainiert habe und da noch ein bisschen erschöpft bin. Und deswegen mache ich das mit weniger Gewicht heute und deswegen auch als dritte und nicht als zweite Übung. Mein letzter Satz für heute, dann habe ich das gesamte Armtraining geschafft, Bizeps und jetzt den Trizeps. Ja, ich bin auch schon ganz schön erschöpft und das waren nur die Arme. Nach dem Rückentraining sieht das ganz anders aus. Nun gut, letzter Satz Dips und dann sind wir durch hier. So, das war ein gesamtes Armtraining, bestehend aus dem Bizeps-Training und dem Trizeps-Training. Ich habe jeweils drei Übungen für jede Muskelgruppe gemacht und dann drei Sätze. Dazwischen haben wir ein paar Intensivwiederholungen gesehen, verschiedener Art. Und es war ein individueller Plan, der an meine Bedürfnisse angepasst war. Ansonsten seht ihr, wie ihr euren Plan macht in der Trainingsplan-Sektion. Und das war jetzt einfach nur mal ein Beispiel, wie so ein Training aussieht. Damit bin ich raus und jetzt seid ihr dran. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch gefallen. Ihr seid jetzt sage und schreibe über 13 Folgen schon dabei. 14? 13? Boah, ich habe schon ganz verloren. Was kann jetzt noch kommen? Tja, da fehlt doch noch was, oder? Es heißt der Armbooster. Und dieser Teil gehört doch mit dazu. Beim nächsten Mal ein bisschen was zu den Unterarmen. Hey, 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 jetzt nicht abschalten, ja? Unterarme sind auch wichtig. Das sieht richtig cool aus, wenn ihr ein T-Shirt anhabt. Also, bleibt dran und schaut euch die nächste Episode an. Abonnieren das Ganze, kommentieren, liken. Und wenn das euch nicht gefällt, auch gerne disliken. Also nicht gerne, also gut. Bis bald, euer Gotti.